Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren witzig-spritzigen SSO-Aufnahme am 24.06. Das Update kam raus. Wenn ihr euch jetzt fragt, wieso kein Livestream, das liegt daran, dass ich im Moment Livestreams technisch gar nicht hinkriege, weil ich im Prüfungsstress bin. Und deswegen habe ich auch die letzten Wochen so viel vorproduziert. Außer natürlich, jetzt Update kann ich natürlich nicht vorproduzieren, das funktioniert nicht. Ich weiß auch nicht, wie lange dieses Update jetzt geht, ob ich das Video jetzt aufteilen muss oder ob ich alles im Großen und Ganzen einfach hochlade. Wir schauen einfach mal. Was steht denn hier? What? Ah, sweet. Ich glaube, ich habe aber auch das Gefühl, dass das Video hier länger gehen wird. Vielleicht lade ich auch alles in einem hoch. Das geht halt mit dem Stream auch immer, also zumindest dieses Wochenende auch überhaupt nicht. Wie gesagt, da ich etwas im Prüfungsstress bin. Dienstag habe ich nämlich Theorieprüfung in der Fahrschule. Und dann kommt aber noch zur Ausbildung dazu, dass ich im September Zwischenprüfung habe. Und ich muss halt mal gucken, wie es mit dem Stream alles funktioniert. Aber egal. Ihr müsst euch nicht meinen Kummer hier anhören, denn wir spielen nämlich Star Stable und... Oh mein Gott, ich sehe hier schon die Eule. Oh, wieso? Oh, ich bin mal gespannt. Para! Du hast nicht zufällig irgendwo meine Vierzinken-Lochzange herumliegen sehen, oder? Sieht ein bisschen so aus... Warte mal, sieht ein bisschen aus wie ein sehr globiger Gabel. Nein? Oh je. Ah, ja, auch wieder mit Kutsche. Jetzt steckt hier ein bisschen im Boden drin, aber mein Gott. Ich heiße Farah und mein hübscher, gevierter Freund hier heißt Tobi. Farah, wir haben uns schon ein paar Mal in Veldel gesehen, aber gut. Wir waren auf dem Weg nach Veldel, als ich ein dickes Schlagloch erwischt habe. Na, und was das mit meinen Vorräten gemacht hat, siehst du ja. Vorräte? Vorräte für meine neue Werkstatt. Ich habe mir da ein schönes Stück Land herausgepickt, direkt am Ufer des Silversong River. Aber jetzt muss ich mich erstmal einmal darauf konzentrieren, die Vorräte wieder zu finden, die mir vom Wagen gefallen sind. Manches davon ist unersetzlich. Ich könnte helfen. Wirklich? Das wäre toll. Zu zweit wird das viel schneller gehen. Wunderbar. Wundert euch nicht, wenn ich ab und zu mal vorher das Wortgulasch habe. Ja, ich weiß, das habe ich ab und zu selber auch so. Das ohne heißes Wetter, aber heute war es so heiß. Ja, das macht mein Kreislauf irgendwie ganz mit. Ich sehe, du hast meinen Webstuhl gefunden. Wusstest du, dass man im 19. Jahrhundert Webstühle hergestellt hat, die mit Lochkarten ausgerüstet waren, um die Webvorgänge zu optimieren? Und die haben Ada Lovelace inspiriert und waren ein Schlüsselelement auf dem Weg zu dem ersten Computer. Ich liebe die Geschichten des Handwerks. Uiuiuiui. Wie die ganzen Sachen, aber alle... Meine Werkzeuge. Zangen, Ahlen, Meißel, Scheren, alles mögliche. Einige davon werden seit Generationen unserer Familie weitergegeben. Und du hast Tobis Vorrat an Snackküchlein gefunden. Die bestehen aus getrockneten Grillen und Mehlwürmern. Tobi mag Insekten wie fast alle Eulen und sind... wirklich nahrhaft. Nimm dir gerne eins, wenn du Hunger... Nee. Obwohl ich ja echt mal Insekten mal gern probieren würde. Also jetzt in der Küche. Im Restaurant. Jetzt nicht so Insekten, sondern wirklich als Delikatesse im Restaurant. Der Ballen, da sieht aus wie Leder, nicht? Es ist aber keins. Es ist ein weiches und haltbares Material aus einem Pilz namens Rokanta. Perfekt für Sättel. Ui, wusste ich auch nicht. Das wusste ich auch nicht. Oh, sei bitte vorsichtig damit. Das ist ein Tagebuch meiner Großmutter. Es kommentiert fast vergessene Traditionstechniken der Druiden. Ohne dieses Buch wäre ich verloren. Alles kein Ding, Farah. So, dann gehen wir mal zurück. Also anscheinend gibt es hier eine kleine Einsteigerquest und dann können wir selber losziehen. Da bin ich mal echt gespannt. Es ist alles wieder da. Ich bin wirklich froh, dass du im richtigen Moment aufgetaucht bist. Also es scheint alles in Ordnung zu sein. Und dieses Mal habe ich alles ganz besonders gut befestigt. Na, Tobi,
kann es weitergehen? Oh, das ist so süß. Mein Gott, ey. Also, ohne Witz, SSO wird immer besser, auch mit den Animationen und von den Modellen her. Also, da kann mir keiner was sagen. Ich finde die Eule einfach sowas von putzig. Oh, ich freue mich schon. Ja, kein Grund zur Beunruhigung. Aber jetzt fahre ich besonders langsam und vorsichtig. Bei ihm fahren also alle, das heißt alle, wir haben jetzt insgesamt 2 Planwagen und jeweils ist da immer ein Tinker dran. Ich bin so aufgeregt, weil ich meinen Traum endlich wahr mache. Stell dir das nur vor. Eine Werkstatt, die sich Jorvik traditionellen Techniken verschrieben hat und sie am Leben erhält. Wenn du mal im Vale bist, Elena, komm doch bei mir vorbei. Vielleicht kann ich dir ja sogar etwas über nachhaltige Handwerkskunst beibringen. Ja. Nochmal vielen Dank für deine Hilfe. Wenn Aidin es will, sehen wir uns bald wieder. Tschüss. Wir sehen uns. Ein paar Sekunden wieder, Fahrer. Okay, ein paar Sekunden sind übertrieben. Wie können wir das jetzt am besten flott machen? Ich bin nämlich heute sehr, sehr faul. Und ich muss ab und zu mal etwas viel trinken. Wegen dieser irren Hitze. Ich weiß nicht, ob es bei euch auch so heiß ist, aber irgendwie habe ich das Gefühl, jedes Jahr wird das mit meinem Kreisdorf immer kritischer. Ah ja, Hitze. Also ich bin jemand, der Hitze gar nicht verträgt. Also so gar nicht. Null, nada, niente. Ich trinke schon sehr viel am Tag, aber irgendwie kommt da mein Kreisdorf gar nicht hinterher. Das ist so zum Kotzen, leider. Aber ich kann da halt nichts gegen machen, außer viel trinken und im Schatten sein. Wie reite ich denn die gerade wie so ein betrunkenes Etwas? Ah, genau hier. Oho. Das Geschäft läuft von Anfang an gut, aber die Wahrheit ist, das Verkaufen war nie mein Traum. Darf ich dir meine Vision erzählen, Elena? Yes. So wie ich angezogen bin, hättest du es sicher nicht erraten, aber ich bin in Jorvik City aufgewachsen. Nein. Damals fühlte ich mich Aidin dann am nächsten, wenn ich am Fuß ihrer Statue auf der Plaza ein Eis gegessen habe. Ich wusste nicht mal, dass ich Verwandtschaft in Vedel habe. Bis meine Oma krank wurde. Meine Eltern kamen mit ihr hierher und erzählten mir, dass sie sich damals gegen die Druidenleben entschieden hatten, die zurückgesehen haben. Und wie ging es dir mit diesem neuen Wissen? Mich mal interessieren. Das Leben hier ist sehr altmodisch. Ich glaube, sie wollten einfach nur das Gefühl haben, im 21. Jahrhundert zu leben und ich im 11. Ja gut, ne? Ich bin ja jemand, ich mag gern beide Sachen. Also klar, man muss mit der Zeit mitgehen. Man kann sich nicht immer auf die alte Zeit setzen. Das verstehen ja auch viele ältere Leute leider nicht. Und ich gehe auch mit der Zeit mit, aber ich mag es auch, die alten Traditionen sozusagen kennenzulernen und die auch zu wissen. Ich bin nicht dagegen für sowas. Gottes Willen. Ich finde es auch schön, dass man das in den jungen Leuten... Ich bin auch noch jung, das hört sich komisch an, der jüngeren Generation das auch noch so zeigt, aber komplett gegen die neumodischen Sachen zu sein, ist aber auch nicht der richtige Weg, weil man kann nicht immer im gleichen Jahrhundert feststecken. Zum Beispiel gibt es auch eben halt ältere Leute, die es dann schlimm finden, mit Computern zu arbeiten, das schlimm finden, dass die junge Generation mit am Handy ist und an PCs alles macht. Klar, man kann mit allem übertreiben, aber man muss halt auch mit der Zeit mitgehen, so sehe ich das zumindest. Also ich mag beides. Wenn man das Alte beigebracht kriegt, aber auch das Neue. Ich habe von meiner Oma so viel möglich über die Traditionen der Druiden gelernt. Sie hat mir beigebracht, wie man sich mit dem versorgt, was Jorvik üppige Natur zu bieten hat. Wie man mithilfe dessen, was man in der Natur findet, überlebt und das Leben genießt. Es gibt traditionelle Handwerkstechniken, die man auf dieser Insel kennt und die hier seit ewigen Zeiten von Generation zu Generation weitergegeben werden. Zunge. Da so viele meiner Eltern diese Tradition hinter sich, die das Wissen darum in Gefahr für immer verloren zu geben.
Jetzt habe ich beschlossen, dass ich, sobald ich alt genug wäre, durch Jovik zu reisen, so viel möglich von den alten Druiden darüber lernen würde, wie man im Einklang mit der Natur lebt. Boah, das ist gemein. Unglaublich. Ja, finde ich auch. Wohin ich auch kam, überall gab es alte Leute, wie meine Oma, die mir so viel beibringen konnten. Es war eine Ehre, von ihnen lernen zu dürfen. Bei meinen Reisen habe ich dann auch Tobi kennengelernt. In Evermist. Oh, Evermist ist aber auch ein neuer Name. Evermist, ist das vielleicht über Mist, also was heißt über Mistvoll, der Bereich, der jetzige Bereich von Nebelfall, nur da drüber, wo wir noch nicht hin können. Ist vielleicht Evermist da ein Ort? Mama. Jetzt ist die Zeit des Reisens für mich vorbei. Ich möchte mit anderen teilen, was ich über die Gabe der Natur, die Handwerkskunst und das Zusammenleben als Gemeinschaft gelernt habe. Möchtest du vielleicht etwas wie mein Lehrling sein, Elena, und mir helfen, meinen Traum wahrzumachen? Oh ja. Das ist mein Traum, Elena. Ich hoffe, du hilfst mir, wahr werden zu lassen. Chaka. Entschuldige mich kurz, ich glaube, da kommt ein Kunde. Hey Avalon, schon wieder da? Ja, Farah, mir ist auch tatsächlich der köstliche Tee ausgegangen, den du mir verkauft hast. Hast du vielleicht noch mehr davon? Ich fürchte, Kräutertee ist keiner mehr da, aber ich sollte lange dauern, bis ich wieder welchen habe. Ach, wirklich? Wer beliefert dich, wenn ich fragen darf? Die Wälder Jorvik. Ich sammle die Zutaten selbst. Ah, das erklärt das. Natürlich verdanken wir solch köstlichen Getränk Aydin. Ja, Avalon. Amen. Wie wäre es, wenn wir den Tee nach ha wäre es, wenn wir den Tee nach Hause bringen, sobald wieder welchen haben? Oha. Ich weiß gerade gar nicht, wie. Gott, meine Güte, reiß dich mal zusammen. Was für ein fantastischer Service. Du bist wirklich ein Segen für die Gemeinschaft, Fahrer. Ah, meine Zunge, mein Mundwerk heute mit Lesen. Avalons Bestellung zu erfüllen, muss ich sammeln gehen. Aber das bedeutet, dass ich den Laden schließen muss. Was mache ich denn jetzt? Keine Ahnung, was wir jetzt machen. Wenn du Dinge auf Fahrerart herstellen willst, musst du die Zutaten selbst sammeln. Wenn du mir also helfen willst, meine Werkstatt Realität werden zu lassen, müssen wir mit einer Unterrichtsstunde im Sammeln von Material beginnen. Komm mit. Folge Fahrer machen wir. Fahrer, du brauchst unbedingt ein weiteres Pferd. Diesen Tisch nutze ich, um viele verschiedene Materialien zu zeigen, die man finden kann, während man durch Jorvik reist. Gehen wir sie zusammen durch. Da hätten wir zunächst Flachs. Eine echte Wunderpflanze. Aus den Fasern der Stängel kann man Leintuch herstellen. Und wenn du die Samen auspresst, erhältst du Leinöl. Mama. Dann haben wir hier Jorviksche Variante des Schilfrohrs. Jute. Diese kräftige, vielseitige Pflanze kann zur Herstellung von Seilen und Sackleinen verwendet werden. Hier haben wir Steinmoos, einer der großartigen Reiniger der Natur, mit einem unverwechselbaren grünen Farbton. An Distel. Aber Goldmünze. Ja, wieso Disteln? Weil wegen dem dunkelgrün und den pinken Blüten, aber der hat ja keine Dornen. Aber das sah gerade vom ersten Moment so aus. Goldmelisse, auch wenn es kaum goldig ist. Wie sieht Goldmelisse überhaupt in echt aus? Ich kenne mich da überhaupt kaum aus. Eine wunderbare Pflanze mit dunkellila Blüten und beruhigenden Eigenschaften. Die Färberröten sehen vielleicht auf den ersten Blick unscheinbar aus, aber von ihren roten Wurzeln lässt sich ein fantastischer roter Farbstoff erkennen. Und zum Schluss haben wir noch aromatische Pflanze, die Kamille. Sie ist die Hauptzutat im Tee, den Avalon so mag, aber wird auch für andere Dinge verwendet. Kamillentee kann ich euch generell immer empfehlen, wenn ihr generell. Ich dachte zu oft generell heute. Wenn ihr was am Magen habt. Aber das habe ich auch gern genommen bei Erkältung, wenn man was am Hals hat. Das ist echt gut, Leute. Also, auch wenn ihr. Es gibt nicht viele, die Tee mögen, habe ich irgendwie gemerkt. Ja. Ich habe irgendwie. Zumindest Leute, die ich
um mich herum habe von der jüngeren Generation her, kriege ich irgendwie mit, die trinken nur dann Tee, wenn sie wirklich erkältet sind. Ich trinke einfach auch mal so Tee. Oder wenn ich wieder was am Magen habe. Das ist echt gut. Also, okay, ich trinke auch sehr viel Schwarztee, aber. Aber Kamille besonders für den Magen und wenn man Halsweh hat. Bitte nimm dir die Muster auf diesem Tisch hier, wenn du etwas herstellen möchtest. Die sind nur für Lehrzwecken gedacht. Und damit ist der schnelle Kurs im Pflanzensammeln auch schon beendet. Gut, huh. Ich überlasse dir die Pflanzen als Muster. Du kannst sie dir in Ruhe ansehen. Ich habe auch Tipps notiert, wo man sie in der freien Natur finden kann. Das ist gut. Bald lernst du Dinge aus all den Zutaten herzustellen. Aber im Moment brauchen wir nur eine Pflanze, um Avalons Bestellungen erfüllen zu können. Sammle Kamille in der freien Natur und kehre dann zu Fahrrad. Kamille ist die Hauptzutat meines Kräutertees. Sie ist auf Jorvik recht weit verbreitet. Man findet sie auf sonnigen Wiesen fern vom Wasser. Du solltest hier in der Nähe welche finden können. Auch wenn ich mich irre, wächst welche an dem niedergebrannten Haus nahe der Straße nach Süden. Glück dort doch bitte zwei Kamillenpflanzen und komm mal wieder her, damit wir in den Werkstatt-Tee rausmachen. Machen wir. Ja, das habe ich ja auch in den News gelesen. Bäh. Dann gehen wir mal Richtung abgebranntes Haus. Und sammeln Kamille. Langlinien allerfeinsten hier. Also ich finde mal wieder toll, dass wir jetzt auch sowas bekommen. Wenn ich das richtig gelesen habe, können wir pro Tag drei Sachen sammeln und dann was herstellen. Und als Belohnung kriegen wir irgendwann die wunderschöne Eule. Und aber noch andere Sachen fürs bin Pferd und Reiter, glaube ich. Hier wurde. Nee, hier sind keine neuen Sachen drin. Irgendwie, habe ich auf Instagram ein Bild gesehen, wo jemand im Shop war und dann war. Da waren neue Sachen zu sehen. Deswegen war ich gerade etwas verwirrt und ich reite hier voll wie so eine Besoffene. Kamille, wo bist du? Latschen wir einmal drumherum. Angeblich soll es so eine Art Nachricht geben, wenn man vielleicht in der Nähe von sowas ist. War einfach gespannt. Keine Ahnung. Aber auch heute habe ich noch nicht nachgeguckt. Ich habe nirgendwo mich spoilern lassen. Ich wollte einfach mal gucken. Oh, Moos. Naja. Ich wollte einfach mal gucken, ob ich das nämlich selber finde. Damit klarkomme. Aber anscheinend glitzert das hier. Aber wir haben keine Benachrichtigung bekommen wegen dem Moos. Aber hier ist. Aus Kamille 1. Hoffen mal, die nehmen mich nachher nicht Platz. Kamille. Noch ein bisschen. Ja. Zack. Reiten wir mal wieder zurück. Und schauen uns das mal an. Wie wir belohnungstechnisch die Sachen kriegen. Auch mit der Eule. Und dann muss ich ja Druiden-Sachen und dann noch das jeden Tag machen. Ach, kriege ich hin. Kriege ich irgendwie auf die Kette. Aber schön, dass wir jetzt mehr Sachen zu machen kriegen. Problem ist dann, SSO kommt jetzt erst damit an, wenn ich eigentlich pickepacke voll bin mit Prüfungssachen und eigentlich nicht so viel Freizeit habe. Aber man muss ja das Positive sehen, man hat was zu tun. Ist natürlich jetzt doof, dass ich jetzt halt nicht so viel Freizeit habe und dass mir das ein bisschen auf der Last liegt. Aber wir haben uns ja auch ganze Zeit beschwert, dass wir nichts zu tun hatten. Deswegen
wäre es jetzt dämlich blöd, wenn ich mich jetzt beschweren würde, dass wir zu viel zu tun hätten, obwohl das gar nicht mal so viel ist. Weil ihr kennt das ja selber, wenn man in Prüfungen halt eine Arbeit für eine Arbeit in der Schule halt lernt, dass das dann schon viel Zeit frisst, wenn man dann solche Sachen noch macht. Da mag ich einfach sagen, ich mache die Sachen einfach nicht und Real Life geht vor, aber ich will ja auch aber zumindest die Ruinensachen will ich ja auch unbedingt fertig kriegen, damit ich dann nicht so mit einem Rune-Runner hinterherhinke. Deswegen ist es ja meine eigene Entscheidung. Aber das ist ja, naja, komm. Weiter geht's. Die Blumen sind genau richtig, behalte sie, ich brauche sie nachher. Wenn wir aber noch ein Tee machen wollen, müssen wir das volle Potenzial der Zutaten zur Entfaltung bringen. Ich denke, es wird Zeit, dir die nächsten Phasen meines Traums zu zeigen. Komm mit. Der Karren da steht. Wo ist eigentlich das Pferd? Ah, da unten. Das ist geil. Wir kommen in der Riverside-Werkstatt. Hier möchte ich Handwerkstechniken lehren, die mit nachhaltigen Zutaten arbeiten, die man hier auf Jorvik finden kann. Es war eine ganz schöne Arbeit, sich ein neues Leben aufzubauen. Ach, tut mir leid, Tobi, du hast recht. Du hast wirklich mitgearbeitet und den ganzen Ort frei von Mäusen gehalten. Elena, wenn du meine Handwerkslehrling sein möchtest, beginnt jetzt deine Reise. Es gibt drei Arbeitsbereiche. Hilf mir doch alles auszupacken. Dabei kannst du dich mit den Werkzeugen im Zweck vertraut machen. Also, wir steigen einfach mal ab. So, die erste Werkbank. Das ist die Nähstation. Hier kannst du Kleidung herstellen, für die du die Anleitung freigeschaltet hast. Yes. Dann kommen die Sattlerstationen. Hier findest du alles Werkzeug, das du brauchst, um Reitzugehör nach entsprechenden Anleitungen zu fertigen. Okay. Und zu guter Letzt die Warenstation. Hier kannst du allein nützliche Dinge herstellen, die Leute auf Jorvik vielleicht gerne hätten. So wie der Tee von Avalon. Ich bin froh, dass du mir geholfen hast, meine Werkstatt einzurichten. Ja, weil ich alles hier gemacht habe. Schließlich ist mein Traum, ein Wissen über traditionelle Handwerk zu verbreiten. Meine Güte, heute aber. Ja, auch eine Sache der Gemeinschaft. Jetzt wird es Zeit, dass wir Kamille, die du gesammelt hast, in einen erfrischenden Kräutertee verwandeln. Na los, benutze die Warenstation, die wir vorhin eingerichtet haben. Tobi und ich bleiben hier und sehen dir zu. Ganz alleine. Ja. Hey. Oh. Du hast dich als geschickter Lehrling bei der Materialsuche und der Herstellung bewiesen. Jetzt ist es Zeit, das Ganze abzuschließen. Es wird Zeit brauchen, die Bewohner Jorviks davon zu überzeugen, auf handwerkliche hergestellte Waren aus lokalen Zutaten zu vertrauen. Aber ich bin zuversichtlich, dass meine Kunden, wenn sie meine Waren mit eigenen Augen gesehen haben, immer wieder kommen werden. Aber dann zum Beispiel, nachdem er mein Kräutertier immer probiert hatte, wollte er keinen anderen Tee mehr. Ich habe hier in der Werkstatt eine Bestelltafel installiert, auf der ich täglich aktualisieren werde, welche Kunden welche Waren möchten. Ich habe sogar schon Avalons Bestellung der Tafel hinzugefügt. Da ich nicht immer hier sein werde und dir dabei helfen kann, solltest du jetzt zu Übungszwecken direkt meine Bestellung annehmen. Ich wähle auf der Fahrersbestelltafel eine Bestellung aus, die du mit Hilfe von Dips Dingen erfüllen möchte. Okay. Mal gucken, wo ist denn die Tafel jetzt hier überhaupt? Tafel soll da oben sein, okay. Die Tafel hier.
man braucht Kräutert. Super, jetzt hast du dich dafür eingetragen, Avalon den Kräutertee zu bringen. Du weißt doch, wo du ihn findest. Avalon ist im Stammkunde. Er hat eine Lieferkiste, der du ihm seine Bestellung hinterlassen kannst. So sieht sie aus. Oh. Wenn du die Bestellung ausgeliefert hast, komm doch bitte zurück, damit wir durchgehen können, was du gelernt hast. Ah, müssen wir die immer in die Kiste legen. Ah, so ist das. Ah, sieh. So, Kiste, Kiste. Ah, da ist die auch direkt. Oh, weißt du, der steht da, wir müssen es trotzdem in die Kiste da tun. Was bringt dich zu meinem Häuschen, Ena? Sag mir bitte nicht, dass die Runensteine wieder singen. Oh je. Nee, welches Unglück, Aldjorvik, dieses Mal. Ich bringe dir deinen Kräutertee. Gelobt sei Dien, was für eine Erleichterung. Ich sage dir was. Farahs Kräutertee-Mischung ist die beste, die ich je probiert habe. Ich helfe Farah dabei, ihre Werkstatt auszubauen. Traditionelle Lebensweise zu erhalten, ist eine noble Mission, Elena. Möge Aldin eurem Vorhaben wohlgesonnen sein. Ich werde weiterhin bei Farah bestellen und allen meinen Freunden raten, das auch zu tun. Danke, meine Liebe, hier ist Bezahlung für den Tee. Bis zum nächsten Mal. Okay. Upp. Dann müssen wir wieder zurück. Okay. Da ist die Gute auch. Glückwunsch zum Abschließen deiner Bestellung. Sammeln, herstellen und liefern. Du hast jetzt alles gelernt, was du brauchst, um mir zu helfen, meine Werkstatt bei einem Erfolg werden zu lassen. Fassen wir nochmal alles zusammen. Mit meinen Anleitungen kannst du Dinge aus Materialien herstellen, die Teil der Natur dieser Insel sind. An der Warenstation kannst du aus Zutaten praktische Dinge zaubern, die die Brunner Jorvik gut gebrauchen können. Auf der Bestelltafel siehst du, welche Kunden am jeweiligen Tag welche Waren wünschen. Ich packe die neuen Bestellungen täglich auf die Tafel. Wenn du immer erfahrener der Herstellung von Waren wirst, kannst du dir auch Anleitung für Kleidung und Reitzugehör verdienen. Eine glücklichere Zukunft zu sorgen, indem ich andere mit meiner Leidenschaft für nachhaltige, handgefertigte Waren anstecke, das ist mein Traum. Und ich bin so glücklich, dass wir ihn gemeinsam Wirklichkeit werden lassen können. Für die Eule. Du bist jetzt bereit, alleine Dinge herzustellen und Bestellungen auszuführen. Arbeite weiter so tüchtig und ich melde mich dann bei dir. Herz. Es ist gut. Es ist sehr, sehr gut. Guck mal eben kurz. Immer drei Dinge. Kann ich vielleicht mal nachgucken, was wir uns da alles basteln können? Gibt es da eine Liste? Eine Anleitung freigeschaltet. Wir haben... Hui. Okay. So. Wir sagen, ich ziehe da mal jetzt alleine los und mache die Sachen. Also, ich finde die Quest und das Feature, was es uns jetzt, ja, es soll ja jetzt für immer drin bleiben. Also, das, was ihr jetzt hier seht, Farahs Werkstatt, ist nicht nur für ein paar Wochen drin, sondern das bleibt drin, sagte SSO zumindest auf Instagram. Also ich finde das super, dass wir jetzt wieder eine Sache haben, wo wir jeden Tag was machen können. Vielleicht auch uns Sachen erarbeiten können, besonders das mit dem Haustier. Ich frage mich auch, ob wir das Haustier dann sozusagen geschenkt kriegen oder eben halt selber kaufen müssen. Ich weiß es nicht. Aber das sehen wir alles. So ihr Lieben, ich wünsche euch aber auf jeden Fall noch einen wunderschönen Tag und sage dann bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.